Für Matthias Ebert aus Berlin-Mitte ist heute ein besonderer Tag. Denn heute vor 3 Jahren hat er seiner Frau Luisa das Jawort gegeben. Um den Hochzeitstag gebührend zu feiern, hat sich der Kneipenbesitzer freigenommen und will seine Liebste überraschen. Vor der Tür trifft er auf Nachbarin Nadja. Was hast du denn da? Schöne Blumen, sind die für mich? Haha, das hättest du wohl gern, ne? Na klar. Nee, die sind für meine Frau. Oh, ja, was steht denn an? Wir haben heute unseren 3. Hochzeitstag und... Aha, Hochzeit. Wann heiraten wir? Ja, dafür müsste ich mich erscheiden lassen. Na, dann mach einen Termin, ganz schnell. Da müssen wir noch mal drüber reden, aber. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ich hoffe, ich hoffe. Wir werden schon hoffentlich einen schönen Abend haben. Musst du auch hoch? Ja. Super, dann komm. Dankeschön. Was ist denn hier los? Luisa? Luisa? Hey, ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Die Tür stand offen. Luisa ist nicht da. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ach du Scheiße. Was denn? Was passiert? Ist das etwa Blut? Das sind Blutflecken. Irgendwas ist hier passiert. Ich bin mir nicht sicher, aber die Tür war aufgebrochen. Luisa ist nicht beruhig da. Irgendwas stimmt hier nicht. Beruhig dich erst. Wie soll ich mich da beruhigen? Wer weiß, was hier passiert ist? Ich muss sofort die Polizei rufen. Mein Gott, ey, wenn irgendwas passiert ist, dann werde ich mir nie verzeihen. Hallo? Ja, Matthias Ebert hier. Als die Polizei kurze Zeit später eintrifft, ist Matthias mit den Nerven am Ende. Während die Spurensicherung die Wohnung untersucht, telefoniert der 35-Jährige mit Verwandten und Freunden. In der Hoffnung, dass vielleicht irgendjemand weiß, wo Luisa steckt. Und? Niemand weiß was. Hast du schon bei ihren Eltern probiert? Ja, klar. Das sind die Ersten, die ich angerufen habe. Aber wie gesagt, niemand kann mir momentan helfen. Wissen Sie vielleicht irgendwas? Haben Sie schon was rausgefunden? Irgendwie irgendwas? Naja, wie Sie sehen, arbeiten die Kollegen von der Spurensicherung ja auf Hochtouren. Und ich denke, da werden wir auch ganz schnell weiterkommen. Es gibt ja viele brauchbare Spuren. Aber jetzt erzählen Sie mir doch erstmal, was Sie über den Tag gemacht haben, beziehungsweise was Ihre Frau möglicherweise getan hat. Ja, klar. Ich bin relativ früh raus. Ich habe mir überlegt, dass ich halt, um nachmittags frei zu haben, in meine Kneipe, in die Braustelle gefahren bin. Und Luisa ist im Bett geblieben. Und ich wollte sie halt überraschen. Sie hatte eigentlich nichts vor heute. Herr Ebert, da stellt sich folgende Frage. Sind Sie allein in der Kneipe gewesen oder waren da noch andere? Da wir die Kneipe erst nachmittags öffnen, war außer mir natürlich niemand da. Wie gesagt, das ist mein Laden und ich habe fürs Team wir haben vorbereitet. Sehr Interessantes gefunden. Okay, danke. Da ist Blut dran. Aha. Genau. Das ist mein Schraubenschlüssel. Der müsste eigentlich im Keller sein. Ja, genau, da haben wir den ja auch gefunden. Am besten, ihr nehmt das gleich mit ins Labor und gleicht das mit der DNA ab, ja? Dass ihr das ins Labor, alles ja? klar. Dankeschön. Wird gemacht. Gott. Tut mir leid, ich kann hier so einfach nicht rumsitzen. Ich muss was tun. Was willst du denn jetzt machen? Wo willst du denn hin? Ich muss Luisa suchen. Hey, entspann dich mal, bleib mal ruhig. Luisa findet sich bestimmt bald wieder an. Das Beste, was Sie jetzt machen können, ist, uns auf die Dienststelle zu begleiten, damit wir Ihre Zeugenaussage zu Protokoll nehmen können. Herr Ebert. Ganz einfach. Wenn wir was in Erfahrung bringen, werden wir es Ihnen sofort sagen. Ne? Und jetzt gehen wir erstmal zur Dienststelle. Lassen Sie uns gemeinsam reden. Gut, ich weiß nicht, wenn es unbedingt sein muss. Das ist doch einfach alles Zeitverschwendung hier. Ich soll jetzt irgendwelche doofen Fragen beantworten und dann? Das bringt doch alles nichts. Luisa wurde was angetan. Sie wurde verschleppt. Wir müssen jetzt irgendwas tun. Auf dem Revier angekommen, muss Matthias den Beamten Rede und Antwort stehen. Außerdem werden seine Fingerabdrücke benötigt, um sie mit den sichergestellten Spuren zu vergleichen. Ob das gefundene Blut von Luisa stammt, ist bis jetzt noch unklar. Wie ich gerade sagte, ich habe noch ein paar Fragen und eine davon ist, und die ist mir sehr wichtig, wie ist das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrer Ehefrau? Ja, top, wir sind verheiratet. Sag doch alles. Ja, spitze, ich bin auch verheiratet. Und was sagt das über mein Verhältnis zu meiner Frau aus? Gar nichts. Jetzt mal Butter bei der Fische. Gab's oft Ärger, Streitigkeiten? Erzählen Sie mal. Wie ich schon sagte, wir sind verheiratet. Ich liebe meine Frau. Und natürlich gibt's auch da mal Streit. Das ist normal in einer Ehe. Dann für mich noch wichtig zu wissen, hat Ihre Frau Feinde?
Oder müsste es irgendetwas, gibt es irgendetwas, was mit der Entführung zusammenhängen könnte, was man wissen müsste? Luisa ist absolut liebenswert. Jeder mag sie und es gibt keinen Grund, dass sie Feinde hätte. Und wenn sie Feinde hätte, dann wüsste ich das. Aber sagen Sie mir doch mal lieber jetzt, wann das ganze Spektakel hier zu Ende ist. Interessante Neuigkeiten kriege ich gerade. Ja, ich bin gespannt. Ja, hören Sie mal gut zu. Das Blut auf dem Küchenboden ist ganz klar das Blut Ihrer Ehefrau. Und was Sie noch mehr interessieren sollte, ist, dass das Blut an dem Schraubschlüssel natürlich auch das Blut der Ehefrau ist. Aber Ihre Fingerabdrücke sind drauf. Ja, das haben Sie. Hut ab. Das haben Sie toll herausgefunden. Wir reden ja immerhin über meinen Schraubschlüssel. Über meinen Schraubschlüssel, der sich bei mir im Keller befunden hat, mit dem ich arbeite. Wessen Fingerabdrücke sollen da drauf sein? Hey, Ebert, ich glaube, Sie haben den Ernst der Lage nicht erkannt. Sie sind vorläufig festgenommen. Ich war nun festgenommen. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Herr Ebert, Sie sind beschuldigt in einem Strafverfahren. Und alles, was Sie jetzt sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden, ja? Ich habe nichts getan. Wir haben eine Tatwaffe mit Ihren Fingerabdrücken. Wir haben Aussagen von den Nachbarn, dass Sie sich mehrfach mit Ihrer Frau lauthals gestritten haben. Und vor 2 Tagen soll es auch ganz heiß hergegangen sein. Alle Indizien sprechen gegen Sie und deswegen kommen Sie... Aber das ist doch ganz normal. Jeder streitet sich mal in seiner Ehe, nur wegen des blöden Nachbarschaftsgesprächs. Komm jetzt mit, bitte. Kann doch nicht Ihr Ernst sein. Matthias versteht die Welt nicht mehr. Eigentlich wollte er mit Luisa Hochzeitstag feiern. Nun ist seine Frau verschwunden und er wird verdächtigt, ihr etwas angetan zu haben. Der 35-Jährige ist verzweifelt und hat Anwalt Niklas Dittberner alarmiert. Wir sollten jetzt mal in Ruhe überlegen, was da passiert ist. Und dazu bräuchte ich so ein paar Informationen von ihm. Also das müssen wir ruhemittelnah klären. In Ordnung? Okay. Niklas Dittberner braucht so viele Informationen wie möglich über Luisa und auch über die Ehe seines Mandanten. Nur so kann der Anwalt herausfinden, wo er mit seinen Ermittlungen ansetzen muss. Dann kommen wir mal zu Ihren Nachbarn. Da gab es also einige Streitigkeiten in der Vergangenheit und die sahen eigentlich gerade so aus, als wären die geflüstert worden. Was ist da passiert? Wir haben uns öfter mal gestritten. Das ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr und mit Sicherheit auch das eine oder andere mal ein bisschen lauter. Worüber haben Sie sich da gestritten? Worum ging es dabei? Ach, es war immer das Gleiche. Luisa war mega eifersüchtig. Ja. Und ja, ist egal, wer mir in die Nähe kam, sie ist immer sofort ausgeflippt. Setzen Sie sich mal ganz kurz. Sie haben also gestritten, weil irgendwelche Frauen in Ihrer Nähe kamen. Das war's? Vor einem halben Jahr, da habe ich Mist gebaut. Ja, da geht die Geschichte halt noch ein bisschen weiter. Da haben Sie Mist gebaut. So, was für Mist haben Sie denn gebaut? Ja, wir haben uns mal wieder gestritten und das nicht zu knapp. Und dann ist mir einfach der Kragen geplatzt und ich bin zu mir in den Laden gefahren, weil da war abends eine relativ große Veranstaltung. Ja, und eine der Damen, die dort anwesend war, die hat mich schon über einen längeren Zeitraum halt angegraben. Und ja, da habe ich mit ihr rumgeknutscht. Aber da ist auch nicht mehr passiert und ich habe es auch sofort gebeichtet und ich würde ihr niemals was antun. Das glaube ich Ihnen, ja. Aber trotzdem müssen wir überlegen, wer ihr das angetan haben könnte. Ja, aber was kann ich denn jetzt noch tun? Ich müsste eigentlich wissen, wer ihre Person, wer ihre Frau das letzte Mal wirklich gesehen hat. Und dazu müsste ich einmal mit ihren Nachbarn sprechen und ich müsste mit ihren Freunden sprechen. Denn es kann ja auch sein, dass sie immer telefoniert hat, also bevor sie abgehauen ist. Und dazu bräuchte ich eine Liste von Personen, mit der sie gesprochen haben könnte. Und diese Liste, die bräuchte ich jetzt von Ihnen. Mache ich Ihnen ruckzuck fertig, gar kein Problem. Und dann fahre ich sofort zu Luisas Eltern und frage da, ob die eventuell schon was rausgefunden haben. Genau so machen wir es. Okay, wunderbar. Herr Ebert steht aufgrund der vorangegangenen Streitigkeit mit seiner Frau natürlich im Verdacht, etwas mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben. Aber letzten Endes fehlt es dafür an Beweisen und seine Sorge um die Frau scheint mir ehrlich gesagt sehr glaubwürdig zu sein. Und deswegen werde ich auch alles dafür tun, um mit ihm gemeinsam herauszufinden, wo seine Frau steckt. Während der Anwalt Nachbarn und Freunde der Vermissten befragt, besucht Matthias Luisas Eltern. Der 35-Jährige hatte noch nie ein besonders gutes Verhältnis zu Maria und Erich Brandner. Doch er hofft, dass sie ihm wenigstens in dieser schweren Zeit beistehen. Na, du hast ja Nerven, dich hier blicken zu lassen. Ich bin nur hier, um mit euch über eure Tochter zu sprechen. Eventuell wisst ihr ja schon mehr als ich. Weißt du, wer vor kurzem bei uns war? Die Polizei. Und wir haben denen alles erzählt, was wir wissen. Und sie haben uns vom Blut und den Fingerabdrücken erzählt.
Das ist alles geklärt. Ich habe mir einen Anwalt genommen. Der Anwalt hat sich um die Sache gekümmert. Die Polizei weiß Bescheid. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Natürlich. Du glaubst, die kannst du veralbern, hä? Aber uns nicht, mein Freundchen. Ich wusste schon immer, du bist nur ein mieser, kleiner Versager. Entschuldige, Schatz. Bleib doch mal kurz stehen. Es geht hier nicht um mich oder ich weiß, ihr habt Probleme mit mir. Gar keine Frage. Aber es geht hier einfach nur darum, Luisa wiederzufinden, um nichts anderes. Der würde es hervorragend gehen, wenn sie sich nicht auf dich eingelassen hätte. Schließlich hatte sie mit Dennis ja schon das große Los gezogen. Hier geht's nicht um Dennis, hier geht's nicht um mich, es geht hier nur um Luisa. Die du nur aus Geldgier geheiratet hast. Aber ich sag dir was, Freundchen. Meine Familie hat mich jahrzehntelang für diese Firma gearbeitet, um dir das Geld in den Hals zu schmeißen. Welches Geld? Du weißt ganz genau, dass ich eine Entführungsversicherung für meine Familie abgeschlossen habe. Es geht hier doch nicht um mich oder um irgendein Geld. Es geht einfach nur darum, dass wir Luisa wiederfinden. Ihr könnte was weiß ich was passiert sein. Du verlässt jetzt besser das Haus. Du hast gehört, was meine Frau gesagt hat. Das kann nicht euer Ernst. Hau ab, mein Freund. Den beiden konnte ich noch nie was recht machen. Ich weiß überhaupt nicht, was sie von mir wollen. Jeder sagt hier, ich bin Krimineller. Dabei will ich doch einfach nur meine Frau wiederhaben. Am darauffolgenden Morgen setzt Rechtsanwalt Niklas Dittberner die Befragung der Nachbarn fort. Bislang gibt es jedoch keinen Hinweis darauf, wer Luisa als letztes gesehen hat, geschweige denn, wo die 34-Jährige stecken könnte. Verzeihung, sind Sie Frau Dinsbühl aus dem ersten Stock? Ja, die bin ich. Wollen Sie denn zu mir? Ja, in der Tat, ich will zu Ihnen. Dittberner, mein Name, ich bin Rechtsanwalt, bin der Anwalt von dem Herrn Ebert. Ja. Ja, wir sind so ein bisschen auf der Suche nach einer Frau. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Mit der Polizei zusammen, ja. Jetzt habe ich eigentlich alle Nachbarn schon befragt, ob denen irgendwas Auffälliges aufgefallen ist in der Vergangenheit und so. Und wollte die so ein bisschen befragen zu der familiären Situation. Ich habe alle durch, bis auf Sie. Ja, ich komme gerade von Einkaufen. Gibt es denn immer noch nichts Neues? Nee, es gibt noch nichts Neues, nee. Aber vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Ja, sehr gerne. Von dem Einbruch oder von der Entführung habe ich an sich so nichts mitbekommen. Ja. Kennen Sie denn die Eberts gut? Naja, was heißt gut? Wir sind halt Nachbarn. Aber der Matthias ist schon ein toller Typ. Muss ich sagen. Das ist so schön, das mal zu hören. Das höre ich zum ersten Mal, ehrlich. Also, ja. Ja, das wundert mich nicht. Wahrscheinlich erzählen alle im Haus, dass Matthias Luisa schlecht behandelt. In der Tat, das durfte ich mir heute schon, glaube ich, dreimal anhören. Ja. Aber Sie sehen das anders? Auf jeden Fall. Ja? Also meiner Meinung nach fallen alle auf Luisas Art rein. Wie meinen Sie das denn? Naja, egal was man so für einen Plausch im Treppenhaus hat, sie schafft es halt immer wieder mit so einer kleinen Bemerkung, so einem winzigen Nebensatz, den Matthias schlecht zu machen, ihn einfach schlecht dastehen zu lassen. Die tut dabei immer so unschuldig, ja, und ich habe schon mal selber miterlebt, wie die so drauf sein kann. Wie ist sie denn so drauf? Naja, sie hat Matthias einmal im Treppenhaus total zusammengefaltet, einfach so ohne Grund. Kann so ein richtiges Biest sein, wissen Sie? Gut, habe ich mal ein anderes Bild bekommen. Vielen Dank. Kann mir sehr weitergeholfen. Ja, schönen Tag. Gerne. Noch. Und falls Sie noch ein paar Fragen haben, kommen Sie einfach vorbei, klingen so. Sehr gerne. Ja, ich gerne weiter. Alles klar. Schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Ja, ist auch sehr bemerkenswert. Also eigentlich haben alle Nachbarn in diesem Haus ausgesagt, mehr oder weniger, dass Luisa Ebert das Opfer in dieser Ehe gewesen ist. Mit Ausnahme von Frau Dinsbühl, die ja eigentlich von meinem Mandanten gerade nichts geschwärmt hat. Ich werde mich jetzt erstmal in dem Umfeld von Luisa Ebert umhören, ob die nicht vielleicht noch irgendwelche anderen Feinde gehabt hat. Während der Anwalt nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen sucht, plagen Matthias die Gedanken daran, was Luisa passiert sein könnte. Die erste Nacht ohne seine Frau war für ihn eine einzige Qual. Und die nächste böse Überraschung wartet schon. Guten Morgen zusammen. Zwei Croissants und ein Kaffee bitte. Croissant ist aus und Kaffee auch gerade. Wie bitte? Was soll das denn jetzt? Was das soll? Hier, das ist los. Und jetzt sehen Sie zu, dass Sie Land gewinnen. Aber genau so wie es hier steht, ist es doch passiert. Sie wurde entführt, sie ist weg. Ja. Ich mache mir seit Tagen Sorgen um sie. Was soll das jetzt? Als ob Sie das nicht wüssten. Ihre Frau kommt hier jede Woche zu mir her und heult sich hier aus, ja? Dass alle Männer Schweine sind. Wo kommt denn das her? Tun Sie nicht so, dass Sie hier so einen trauernden Ehemann sind, ja? Und Sie wollen mir jetzt sagen, ich hätte was damit zu tun, oder was? Gehen Sie einfach, gehen Sie woanders kaufen. Ja, das werde ich auch ab sofort machen. Machen Sie sich keine Hoffnung, dass ich nochmal wiederkomme. Unglaublich, dieser Laden, wirklich. Tschüss. Mann, es tut mir echt leid. Ach, braucht ihr nicht leid tun. Du hast ja mit der ganzen Sache nichts zu tun.
Ich verstehe noch nicht, was sie jetzt alle von mir wollen hier. Das ist einfach unglaublich. Dann weißt du das wohl noch gar nicht, was? Deine Schwiegereltern sind unterwegs seit gestern Abend. Mit mir haben sie auch schon gesprochen. Und was wollten die? Naja, die wollen jemandem eine fette Belohnung geben, der dich als Täter für Luisas Entführung überführen kann. Was? Die, ey, die sollen mich mit dem ganzen Mist einfach in Ruhe lassen. Mann, das tut... Ist ja schon schlimm genug, dass Luisa entführt wurde und ich nicht weiß, was mit ihr passiert ist. Aber jetzt veranstalten die Eltern auch noch eine Hexenjagd gegen mich. Aber ich muss mich dagegen wehren. Ich muss sofort mit meinem Anwalt sprechen. Für Matthias sind die Verleumdungen und Gerüchte in der Nachbarschaft ein schwerer Schlag. Als sein Anwalt erfährt, was passiert ist, reagiert er sofort und fährt zu Maria und Erich Brandner, denen ein großer Holzhandel gehört. Der Anwalt will Luisas Eltern in ihre Schranken weisen und gleichzeitig herausfinden, warum sie eine Hetzkampagne gegen seinen Mandanten führen. Herr Brandner, grüß Sie. Dittmar mein Name. Ich bin Arnold. Schönen guten Tag. Ich bin der Verteidiger von Ihrem Schwiegersohn. Hat der sich einen Rechtsanwalt genommen? Hat er. Dann hoffe ich, dass Sie gut sind. Meiner Meinung nach ist er schuldig. Tatsächlich? Ja. Ja, daraus haben Sie in der Vergangenheit auch wirklich keinen Hehl gemacht, weil Sie eigentlich wirklich jedem erzählt haben, der es hören wollte, so im geführten Umkreis von 20 Kilometern. Ich kann Ihnen eins sagen, das geht so gar nicht. Tolle Plauderei, aber ich muss arbeiten. Was wollen Sie denn von mir? Ich will Ihnen mal klar vor Augen führen, Herr Brandner, dass das so nicht weitergeht. Das, was Sie gemacht haben, ist eine Straftat. Und ich kann Ihnen eins sagen, ich bin hier nur hergekommen, um Ihnen eine letzte Chance zu geben. Hören Sie damit auf. Es sei denn, Sie wollen eine Strafanzeige riskieren und eine Geldstrafe. Ja, schönen Tag noch. Entschuldigung. Ja? Sagen Sie mal, habe ich das eben richtig gehört? Ging es denn da um die junge Brandner? Gibt es denn da was Neues? Naja, sie ist bisher noch nicht aufgetaucht. Warum? Kennen Sie die? Naja, ich kenne die ganz gut. Das heißt, im Gegensatz zu ihrem Vater grüßt sie immer so freundlich. Und da mache ich mir irgendwie Sorgen. Hm. Und außerdem... Außerdem was? Ja, war die, wie gesagt, auch vor ein paar Tagen mal wieder hier. Aha. Und dann habe ich die gesehen, aber die sah echt nicht glücklich aus. Woran haben Sie das festgemacht? Warum war die nicht glücklich? Wie gesagt, ich habe ja ein Auge für sie, weil das ja eine nette Frau ist. Und dann kam die hier lang. Und dann habe ich gesehen, dass da vor dem Parkplatz ein Mann auf sie gewartet hat. Und der wollte mit Sicherheit nicht gesehen werden. Wie sah denn der Mann aus? Naja, so genau habe ich das nicht gesehen. Der stand auch ein bisschen weit weg, aber er war ziemlich groß, kräftig, dunkle Haare, glaube ich zumindest. Aber was ich gesehen habe, die Frau Brandner hat geweint und dann hat der Typ sie in den Arm genommen. Aber ich weiß ja nicht, ob das für Sie von Belang ist. Doch, natürlich, unter Umständen schon. Vielen Dank, dass Sie mir das gesagt haben. Also falls Ihnen doch was einfallen sollte, ich würde Ihnen meine Karte hier lassen. Bitte melden Sie sich. Ja? Das wird nicht sein, ich will sowieso nicht mehr. Okay, aber das war schon sehr interessant. Falls doch, bitte einfach anrufen. Ich danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. Ja, das ist interessant. Also anscheinend scheint Frau Eber doch ein Geheimnis vor ihrem Mann zu haben, wenn sie sich so heimlich mit einem unbekannten Mann trifft. Also das muss ich meinem Mandanten auf jeden Fall erzählen. Der Anwalt hält die Aussage des Pförtners für eine erste konkrete Spur, um das Verschwinden von Luisa zu erklären. Fragt sich nur, wer der unbekannte Mann ist, der mit ihr gesehen wurde. Und genau darüber will Niklas Dittberner am nächsten Morgen mit seinem Mandanten sprechen. Was machen Sie denn? Suchen Sie was? Ich muss was suchen. Ich kann ja nicht einfach nur hier rumsitzen. Ich weiß zwar nicht was, aber nichts tun kann ich ja auch nicht. Also Herr Ebert, eine planvolle Vorgehensweise sieht, glaube ich, anders aus, aber naja. Ich konnte jetzt gestern netterweise Ihren Schwiegervater kennenlernen. Ja. Ganz interessanter Kerl. Auf jeden Fall hoffe ich, dass die Botschaft einigermaßen klar angekommen ist, dass das so nicht weitergeht. Ob er sich daran hält, weiß ich nicht, weil er ein bisschen ein spezieller Kerl ist, aber wir dürfen hoffen. Wir dürfen hoffen. Ich habe allerdings eine sehr spannende Geschichte vom Pförtner erfahren. Okay, was hat er gesagt? Der hat mir erzählt, dass ihre Frau sich vor einigen Tagen mit einem Mann getroffen hat dort auf dem Gelände, unterhalten hat und geweint hat. Was für ein Mann? Wie sah der denn aus? Naja, so ein bisschen muskulöserer, relativ großer Kerl, so ein bisschen dunklerer Typ. So. Groß und dunkel. Da würde mir eigentlich nur Dennis einfallen. Dennis? Ja, das ist Luisas Ex. Das ist hier der Lieblingsschwiegersohn meiner so netten Schwiegereltern.
Ah, okay. Ja, können Sie uns denn sagen, wo man ihn da finden kann in Berlin? Es ist gar nicht so einfach. Der ist damals, als Luisa sich von ihm getrennt hat und mit mir zusammengekommen ist, nach Australien ausgewandert. Und ja, ich habe ihn selber nie kennengelernt und ich kann auch nicht viel dazu sagen. Aber wenn er hier ist, dann hat er vielleicht was mit der Entführung zu tun. Also auf jeden Fall ist der nach wie vor nach meinem Dafürhalten die heißeste Spur, die wir gerade haben. Also wenn Ihnen irgendwas dazu einfällt, zu dem Kerl, wo man ihn finden kann, wo er sich normalerweise in Berlin aufhält, dann sagen Sie mir Bescheid. Ja. Das ist eigentlich so die Information. Einen Moment bitte. Ja, klar. Hallo? Ja, da bin ich. Ja? Nee, alles klar. Ein Brief? Okay. Nee, alles klar, ich weiß Bescheid. Ich komme sofort. Ja. Das war die Polizei. Die haben einen Brief vom Erpresser bekommen. Die sind jetzt bei meinen Schwiegereltern. Ich soll da sofort hinkommen. Dann lassen Sie uns sofort losgehen. Ich würde mir an Ihrer Stelle irgendwas anderes anziehen. Aber ist nur so eine Geschmacksfrage. Seit 3 Tagen ist die Ehefrau von Matthias Ebert aus Berlin spurlos verschwunden. Unzählige Blutspuren deuten darauf hin, dass ein Kampf stattgefunden hat und Luisa entführt wurde. Heute ist bei ihren Eltern eine Lösegeldforderung eingetroffen. Die Polizei und Rechtsanwalt Niklas Dittberner ermitteln. Also dieser Brief war heute bei den Brandners im Briefkasten. Ja? Das ist die Lösegeldforderung von den Entführern. Mhm. Die Spurensicherung hat schon drüber geschaut, es sind aber keine Fingerabdrücke zu erkennen. 500.000 Euro Lösegeld. Und sie sollen die Geldübergabe machen. Diese Tasche wurde auch mitgeschickt. Die soll wohl für das Lösegeld sein. Was stehen wir hier überhaupt noch rum? Wie viele Beweise brauchen Sie denn noch? Da ist Ihr Entführer. Ja, ich höre auf mit dem Müll. Ich kann den ganzen Mist nicht mehr hören. Denk doch mal an deinen Kumpel Dennis. Was ist denn das für ein Quatsch? Was hat denn Dennis damit zu tun? Nun, Dennis wurde vor einigen Tagen zusammen mit ihrer Tochter auf dem Parkplatz ihrer Firma von ihrem Pförtner gesehen. Ach, das ist Quatsch. Der ist seit Jahren weg. Und unser Pförtner ist auch nicht mehr der Jüngste. Wer weiß, was der gesehen hat. Das bringt uns jetzt aber alles nicht weiter. Ja? Wir sollten jetzt wirklich überlegen, wie wir weiter vorgehen. Die Entführer fordern ausdrücklich, dass keine Polizei vor Ort ist. Daran werden Sie sich aber, nehme ich mal an, nicht halten, oder? Natürlich nicht. Die Sache wird observiert. Okay, und mein Mandant, wird der jetzt verkabelt oder wie läuft das? Selbstverständlich werden wir Ihren Mandanten verkabeln. Das werden wir morgen dann gleich so durchführen. Die Polizei wird natürlich alles dafür tun, damit das Leben der Frau Ebert nicht gefährdet wird. Auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, dass die so einer Geldübergabe eben nicht tatenlos zusehen werden. Und ich kann nur hoffen, dass es alles gut geht.